Hallo Freunde der Nürnberger Straßenbahn, jetzt geht's weiter mit der Dokumentation von MK über das Jahrzehnt 1980 bis 1990. Wir sind beim Jahr 1988 und 89 angelangt. Viel Vergnügen! Wir Straßenbahnfreunde begannen das Jahr 1988 mit einer Sonderfahrt im Triebwagen 361 am 13. Februar, Ausfahrt aus dem Betriebshof Nordost. Und in der Wendeschleife am Leipziger Platz überholten wir den dort wartenden Zug der Linie 13 als Linie 14 ausgeschildert. Unser nächster Fotohalt in Ziegelstein. Von Ziegelstein aus benutzten wir den Linienweg der Linie 3 zum Tiergarten. Hier in der Kressengartenstraße, Haltestelle Adenauerbrücke vor dem Lorikus und neben dem Wörthersee. An der Endhaltestelle Tiergarten am Schmausenbuck. Auf der Rückfahrt zum Hauptbahnhof, Fotohalt an der Haltestelle Erhardstraße. Vom Hauptbahnhof aus ging es zur Bayernstraße, dem damaligen Endpunkt der Linie 7. Von dort aus befuhren wir den noch vorhandenen Gleisstutzen in den Tunnelabzweig Richtung Frankenstraße für die ehemalige Stadionlinie. Hier kommt unser Triebwagen 361 wieder aus dem Straßenbahntunnel von der Frankenstraße her. Und am anderen Ende der Wanne-Bayernstraße, dort wo bis Januar 1978 die Strecke zur Bauernfeindstraße den Einschnitt durch das Tunnel unter der Frankenstraße verließ, fuhr unser 361 auf dem noch vorhandenen Gleisrest bis unmittelbar vor den Tunnelmund. Von der Bayernstraße aus ging es weiter zur Endhaltestelle Dutzendeich in der Dutzendeichstraße. Dort benutzten wir den damals noch vorhandenen Gleisrest, der einst zur Bayernstraße und von dort über die Waldlust zurück zur Regensburger Straße als Häuserblock-Wendeschleife diente. Bis Mitte Mai 1979 befand sich hier die Endhaltestelle für Linie 2 und Linie 4. Vor ihrer Weiterfahrt über die Haltestelle Waldlust zurück zur Regensburger Straße, Haltestelle Immelmannstraße. Vom Dutzendeich zurück in die Nordstadt zum Radenauplatz, um nach Erlenstegen zu gelangen. Dabei benutzen wir das für die Linie 8 in den 1960er Jahren angelegte Vorsortiergleis, das einige Wochen später stillgelegt wurde. An der Haltestelle Stresemannplatz in der Sulzbacher Straße. Haltestelle Tauroggenstraße, die früher Viktoriastraße hieß und in den 1950er Jahren zeitweilig Endhaltestelle für die von der Seebalder Altstadt vom Rathaus her kommende Linie 16 war. Die ehemalige Bahnbrücke für die Ringbahnstrecke vom Bahnhof Nürnberg Ost zum Bahnhof Nürnberg Nordost, inzwischen schon lange Geschichte. Zug der Linie 8 vom Hauptbahnhof kommend am Radenauplatz Einfahrt in das Vorsortiergleis, das sie in die Sulzbacher Straße führt. Blick aus dem Laver Torgraben über den Radenauplatz. Vom 21. Februar bis zum 24. Dezember 1988 war die Strecke der Linie 8 vom Radenauplatz nach Erlenstegen wegen der Bauarbeiten am U-Bahnhof Radenauplatz gesperrt. Die Linie 8 zwischen Radenauplatz und Erlenstegen wurde durch die Buslinie 80 ersetzt. Von dieser Linie beobachten wir hier gerade einen Bus. Der Straßenbahnersatzbus der Linie 80 von Erlenstegen kommend an seiner Endhaltestelle Radenauplatz. Von Erlenstegen kommend an der Haltestelle Stresemannplatz. Die Haltestelle Tauroggenstraße, Linie 80 Richtung Erlenstegen. Blick von der Westseite des Radenauplatzes über die Haltestellenanlage.
mit einem Bus der Linie 80 von Erlenstegen. Die Züge der Linie 8 fuhren während der Streckensperrung nach Erlenstegen zum Stadtpark und wendeten in der dortigen Wendeschleife. Die bis zu 18 Meter tief reichende Baugrube des U-Bahnhofes Radenauplatz. Einfahrt eines Zuges der Linie 8 in die Wendeschleife Stadtpark um die Reformationsgedächtniskirche im Februar 1988. Einfahrt zur Endhaltestelle Stadtpark in der Dolmendenstraße. An der Endhaltestelle Stadtpark in der Wendeschleife um die Reformationsgedächtniskirche in der Dolmendenstraße. Hier verlässt die Linie 8 ihre derzeitige Endhaltestelle in der Stadtparkschleife für die Rückfahrt zum Südfriedhof, Februar 1988. Inzwischen ist es März geworden. Blick vom Bahnhofsvorplatz durch die Bahnhofstraße Richtung Marientunnel, wo uns Triebwagen 353 unterwegs auf Linie 9 vom Rüdboldhain nach Thon begegnet. Zug der Linie 3 vom Tiergarten kommend auf seinem Weg nach Ziegelstein biegt aus dem Bahnhofsvorplatz in den Königstorgraben ein. Einige Augenblicke später folgt dem Dreier die Linie 8 zum Stadtpark. Und einige Zeit später begegnet uns wieder Triebwagen 353 auf Linie 9, diesmal von Thon kommend und zum Lüdboldhain fahrend, bei der Einfahrt auf Gleis B der Haltestelle Hauptbahnhof. Am 24. April 1988 war Triebwagen 364 als Verstärkungszug unterwegs, Einfahrt in die Wendeschleife vor dem Hauptbahnhof. Und diese Zug bestehend aus Triebwagen 306 und den Beiwagen 1534 machte damals Werbung für einen Nürnberger Privatsender. Blick aus dem Königstorgraben Richtung Hauptbahnhof. Rechts der Frauentorturm. Ein Blick durch den Marientorgraben in der Gegenrichtung soll nicht fehlen. Die Haltestelle Marientor, dahinter das Gebäude der damaligen Landesgewerbeanstalt. Linie 8 unterwegs zum Südfriedhof an der Haltestelle Marientunnel. Hier wird der Zug dann nach rechts in die Scheuerstraße abbiegen. Linie 13 unterwegs zur Endhaltestelle Bayernstraße, Anfahrt an die Haltestelle Tristanstraße vor dem Straßenbahntunnel. Linie 13 wurde damals gemischt betrieben. Die Züge, die vom Betriebshof Nordost gestellt wurden, bestanden in der Regel aus einem Standard-Sechsachser mit vierachsigen Großraumbeiwagen. Die Züge, die vom Betriebshof Maximilianstraße auf die Strecke geschickt wurden, bestanden häufig aus einem Stadtbahntriebwagen des Typs GTN 6. Damals, Ende der 1980er Jahre, wurde auch in Nürnberg wieder mit Rasengleiskörpern experimentiert. Hier die erste Versuchsstrecke in der Regensburger Straße nahe der Haltestelle Immelmannstraße. 1988 war das Nürnberger Werk der MAN, der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, auch noch Produktionsstätte für Eisen- und Straßenbahnfahrzeuge. Hier das Anschlussgleis aus dem Werksgelände in das Streckengleis der Linie 8 Richtung Südfriedhof. Besuch im Straßenbahnbetriebshof Maximilianstraße in der Förderstraße. Blick in die 1959 errichtete Wagenhalle. Dem ein weiterer Blick in die 1898 gebaute sogenannte Beiwagenhalle folgen soll. Von der Maximilianstraße ist es nicht weit in die Straßenbahnhauptwerkstätte Muggenhof. Und im August 1988 standen in der großen 1935 errichteten hölzernen Wagenhalle einige ausgemusterte Großraumtrieb- und Beiwagen der Baureihen 200, 1500, darunter auch der ehemalige Triebwagen 231 in einer Versuchslackierung
für die türkische Stadt Konya, die ursprünglich Nürnberger Großraumzüge kaufen wollte, was aber später unterblieb. Konya entschied sich für Kölner Achtachser-Gelenktriebwagen. Und bedingt durch die in den letzten Jahren erfolgten Streckenstilllegungen und Linieneinstellungen konnten viele Großraum-, Trieb- und Beiwagen bereits abgestellt und ausgemustert werden. Allerdings bedeutete damals die Ausmusterung nicht die sofortige Verschrottung der Fahrzeuge, denn es wurde versucht, diese Fahrzeuge noch irgendwohin zu verkaufen, was dann 1989 auch möglich wurde, nämlich die Stadt Krakau übernahm einen großen Teil der verbliebenen 200er Trieb- und 1500er Beiwagen, später auch dann die Sechsachser, die Serie 301 bis 356. Triebwagen 348 hatte 1988 einen schweren Auffahrunfall, wobei seine Front erheblich beschädigt wurde. Hier bei der Reparatur im August 1988. Sonntag, 2. Oktober 1988. Triebwagen 877 befährt die am 1. Oktober 1988 in Betrieb genommene neue Wendeschleife auf dem Bahnhofsvorplatz. Besuch im historischen Straßenbahndepot St. Peter, dem Nürnberger Straßenbahnmuseum, am 2. Oktober 1988. Ein schöner Dreiwagenzug, gebildet aus dem Triebwagen 910 und den Beiwagen 1252 und 1258. Die Beschaffung der Beiwagen der Bauserie 12-1300 begann 1935 mit der Lieferung von 30 Fahrzeugen der Erstserie. Diese Erstfahrzeuge waren damals so lackiert, wie es heute der historische Beiwagen 1251 ist, nämlich olivgrün und creme-elfenbein. Und damals, 1988-89, standen auf den Abstellgleisen im Hof westlich der Wagenhalle diese Fahrzeuge abgestellt. Triebwagen 201 mit Beiwagen 1501, Triebwagen 208 mit Beiwagen 1521 und einige alte Arbeitstriebwagen aus den 1950er Jahren. So der Arbeitstriebwagen A62, Ex-Triebwagen 641 aus dem Jahre 1913, dahinter der 1936 zum Schienenschleifwagen umfunktionierte ehemalige Triebwagen 204 aus dem Jahre 1904. Am 24. September 1988 wurde die U-Bahn-Linie U2 von ihrer bisherigen Endstelle in Schweinau bis Rödenbach bei Schweinau verlängert. Der Erinnerungsfahrschein. Und am 24. Dezember 1988 konnte nach knapp 6 Monaten Streckensperre die Linie 8 ihren Weg vom Radenauplatz nach Erlenstegen wieder aufnehmen. In den Tagen vor dem 24. Dezember fanden bereits Schulungsfahrten für das Personal über die schon 6 Monate lang stillliegende Strecke statt. Hier Triebwagen 369 von Erlenstegen kommend Richtung Radenauplatz an der Haltestelle Stresemannplatz. Am 22. Dezember begegnen sich in der Wendeschleife Erlenstegen der Straßenbahnersatzbus der Linie 80
und der als Fahrschule eingesetzte GDN-6-Triebwagen 369. Die Fahrschule macht im Hinterstellgleise Erlenstegen eine kurze Brotzeitpause. Zum Ende des Jahres 1988 und Beginn von 1989 verstärkte sich die Diskussion in Nürnberg über die weitere Zukunft der Straßenbahn. Triebwagen 364 ist am 24. April 1989 als Verstärkungszug unterwegs, Einfahrt in die Wendeschleife Hauptbahnhof. Am 13. Februar 1989 verlässt Triebwagen 206 nach abgeschlossenen Fristarbeiten die Hauptwerkstätte Muggenhof zur Überführungsfahrt in den Betriebshof Maximilianstraße. Im Frühjahr 1989 gehen die Bauarbeiten für die U-Bahn-Linie U2 am Radenauplatz ihrem Ende entgegen. Der Abzweig in die Sulzbacher Straße für Linie 8 ist wieder in Betrieb, allerdings ohne Vorsortiergleis. An der früheren Haltestelle Viktoriastraße, jetzt als Tauroggenstraße bezeichnet, besteht ein Verknüpfungspunkt zwischen der Straßenbahnlinie 8 und der Buslinie 45. Und im April 1989 erzwangen Gleisbauarbeiten in der Steinbühler Straße und Steinbühler Unterführung die Wiedereinführung einer Stumpfendstelle an der Haltestelle Landgrabenstraße für die Linien 4 und 6. Die Linie 4 von Dutzendeich kommend und die Linie 6 von Gebitzenhof kommend endeten an der Haltestelle Landgrabenstraße, um dort über den Gleiswechsel 536-537 die Fahrtrichtung zu wechseln. Von Norden her endeten die Züge der Linie 4 und 6 in der Wendeschleife am Plärrer. Die Verbindung zwischen beiden Endpunkten wurde durch einen Schienenersatzbus hergestellt. Die erste Wendeschleife im Nürnberger Straßenbahnnetz entstand 1904 am Plärrer. Die letzte Stumpfendstelle wurde am 20. Dezember 1970 für Linie 6 am Westfriedhof durch eine Wendeschleife ersetzt. Diese Bauarbeiten mit der Streckensperre wurden am Wochenende 15. und 16. April 1989 durchgeführt. Der Baubereich für die Gleiserneuerung im Bereich der Steinbühler Straße, Steinbühler Unterführung, begannen an der Einmündung aus dem Kohlenhof in die Steinbühler Straße und umfassten den Bereich bis zum südlichen Ende der Steinbühler Unterführung. Am Montag, dem 17. April, konnten die Züge der Linie 4 und 6 die erneuerte Strecke bereits befahren. Eine Woche später, am Montag, den 24. April, begegnet mir an der Haltestelle Landgrabenstraße der Schienenreinigungs-LKW, der dort diesen Gleiswechsel Weiche 536 und 537 säubert. Kreuzung Gebitzenhof mit der Landgrabenstraße. Von 1928 bis Oktober 1976 fuhr hier die Linie 4 vom Dutzendeich kommend geradeaus weiter über die Haltestelle Volkmannstraße zur Schwabacher Straße an den Rampen. Gebitzenhofstraße, Bereich Haltestelle Bremstraße.
Wir machen einen großen Sprung aus der Gebietzen Hofstraße in die Allersberger Straße zur Haltestelle Schweigerstraße und beobachten einen vom Betriebshof Maximilianstraße ausgerückten Zug der Linie 9 beim Abbiegen aus der Wölkernstraße in die Allersberger Straße zum Lütbolthain. Die Betriebshofzufahrt zum Betriebshof Nordost erfolgte vom Leipziger Platz aus über die Elbinger Straße. Ein in den Betriebshof Nordost einrückender Achter, unmittelbar vor der Betriebshofseinfahrt, hinter dem damals noch bestehenden Linde-Eisstadion. Und manchmal müssen auch Flussarme vorübergehend stillgelegt werden. Für den Bau der U-Bahn-Linie U2 Richtung Radenauplatz im Bereich des Prinzregentenufers musste einer der Begnitzarme während der Bauzeit trockengelegt werden. Im Sommer 1989 übernahm die Stadt Krakau die ersten 12 Großraumzüge von der VAG, bestehend aus den 200er Triebwagen mit 1500er Beiwagen. 15. Dezember 1989. Der Triebwagen 111 als Nikolaus-Sonderzug ausgestattet vor dem historischen Straßenbahndepot. Und ein besonderes Highlight an diesem Adventswochenende war der Betrieb der Pferdebahn auf dem Gelände des historischen Straßenbahndepots. Die Fahrtroute der Pferdebahn führte um die Wagenhalle, hier die Abfahrtshaltestelle im Eingangsbereich zum Der Wagen Nummer 11 hat die Wagenhalle umrundet und nähert sich seiner Endhaltestelle. Ihm folgt Wagen 75. Und hier wird umgespannt, um die Rückfahrt um die Wagenhalle zur Ausgangshaltestelle auf der anderen Hofseite anzutreten. Wagen 75 auf der Ostseite der Wagenhalle. Und mit diesem Bild, es zeigt den Triebwagen 111 mit dem Beiwagen 1304 auf historischer Burgringlinie 5 am Hauptbahnhof. Dort wartet er in dem Gleisstutzen auf der Westseite des Bahnhofsvorplatzes seine Abfahrtszeit zum historischen Straßenbahndepot ab, beende ich meinen Bericht über die Jahre 1988 und 89. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.